Servus Leute, zu einem neuen Vlog bei Strahlemanski. Ja, heute, habt ihr es in der Überschrift schon mal gelesen, heute geht es einmal um Strafen. Strafen beim Mopedfahren, also was ich schon mal gezahlt habe. Ich habe bis jetzt Glück gehabt, ich habe bis jetzt bloß einmal bezahlen müssen. Und es war auch nicht in Deutschland, sondern in Italien. Und warum? Weil der Herr in einer Kurve überholt hat. Jetzt sagen natürlich die Leute von euch, die wo schon öfters einmal unterwegs waren in Italien. Was ist denn da los? So, jetzt nochmal. Sagen natürlich die Leute auch, die wo bei euch schon öfters in Italien unterwegs waren. Wie in der Kurve, wollen verboten. Die wollen alle in der Kurve. Und vor allem in Kurven, wo man nichts sieht. Bei mir war es eine Kurve, wo man was sieht. Ja, nichtsdestotrotz war die italienische Polizei an Ort und Stelle und hat kassiert. Und aus folgendem Grund, weil nämlich an dem Wochenende, wo wir in Gardasee runtergefahren haben, am Donnerstag runtergefahren, waren dann Freitag, Samstag, genau, und Sonntag noch nach Hause. Und an dem Wochenende, am Samstag, hat es im Jahr auf dem Pass mehrere Motorradunfälle gegeben, die nicht so glimpflich ausgegangen haben, da wo mehrmals der Hubschrauber landen hat müssen. Deswegen sind die dann am Sonntag, weil nochmal schönes Wetter war, da massiv gestanden, weil die Unfälle eben da passiert haben im Jahr auf dem Pass. Und haben das da einfach einmal Präsenz gezeigt und einmal geschaut, was da los ist. Auf alle Fälle. Ja, auf dem Pass kennen ja viel, ist teilweise sehr schmal, hätte ich mal behauptet. Und ja, immer ewig Autos hinterher gefahren. Dann ist eine Kehre gekommen. Und in der Kehre hat mir der Autofahrer schon angezeigt, mit rechts blinken, dass frei ist, weil er früher rumgesehen. Ich habe mich nicht auf die Sache vertraut. Hab gewartet, bis ich selber in die Kehre einsehe und sehe, ob von oben Gegenverkehr kommt. Hab gesehen, dass nichts kommt. Hab vorher schon Gang runtergeschalten, hab die Maschine reingedrückt und Vollgas raus. Und danach ist ein kleiner Knick gekommen. Und in dem Knick hast du die Polizei nicht gesehen. Ja, und da ist die Polizei dann gestanden mit der Kelle und zack, die Bohne. Waren wir schon dran beim Kassieren. Einwandfrei, man dachte, scheiße, was ist jetzt, was habe ich verkehrt gemacht? Ich habe an erster Stelle gar nicht an das Überholen gedacht, weil es wirklich für mich lapidar war. Es war alles frei, also es war wirklich nichts Gefährliches. Ich hätte fast behauptet, dass jeder überholt. Und ich habe mir gedacht, weil ich nur einen Gang runtergeschalten und voll aufgerissen habe, dass vielleicht der Ausbruch ein bisschen laut war. Gut, aber wenn es wirklich nicht laut, ich habe nichts gesehen. Also wenn ich die anderen alle hier vom Yamaha Forum, die haben da schon einiges lauter. Aber egal, ob man macht, keine Ahnung. Auf alle Fälle wird es jetzt scheiße. Dann hat mir der Polizist sehr höflich erklärt, dass man in Italien in den Kurven nicht überholen darf. Da habe ich dann schon mal leicht schmunzeln müssen. Aber was hilft's dir, wenn du in Italien unterwegs bist? Richtig gar nichts. Er hat es mir dann erklärt, wie ich vorher schon gesagt habe, mit den Unfällen und so. Muss was machen, muss dich einsichtig geben. Dann hat mir der die Strafe erklärt. Leute, mein Moped wäre definitiv gestanden, so wie ich ihn verstanden habe. 5 Punkte in Italien und nichtsdestotrotz 180, 200 Euro. Das heißt, 5 Punkte in Italien ist sofortiger Führerscheinentzug. Das heißt, du kannst den Moped stehen lassen, weil du darfst in Italien definitiv nicht mehr fahren. So, das hat er mir erklärt. Ich natürlich Augen aufgerissen. Hast du noch nicht gesehen. Gut. Dann habe ich gesagt, ja, scheiße. Kann mein Moped da nicht stehen lassen im Jahr auf dem Pass. Ja, hat er gesagt, er macht ein Angebot. Wir machen Geschwindigkeitsüberschreitung. Kostet 80 Euro und 3 Punkte. Ich habe gesagt, okay, und wenn sie sofort bezahlen, gewährt ihnen der Staat, Italien, keine Ahnung wie viel Prozent, dann kostet die Geschichte bloß noch 60 Euro. Ja, was willst du machen? Zahlst halt die 60 Euro.
muss sagen, war echt froh. Des Weiteren hat mein Dad auch gleich angehalten, weil der war mit mir unterwegs und seine Arbeitskollegen. Und der Burner war, wie wir da drin gestanden haben, sind nochmal drei BMW-Motorräder, Österreicher, aufgehalten worden, weil die das gleiche gemacht haben wie ich. Kurz nach mir, dann mein Dad war noch drin gestanden und dann war die, ja, ich nenne sie mal Parkbucht, voll. Die war voll. Und auf alle Fälle haben sie keine mehr aufhalten wollen, haben schauen wollen, dass uns abwickeln, dass einfach wieder Platz ist zum, ja, ich nenne es jetzt einfach mal frech salopp, kassieren. Nichtsdestotrotz kommt von meinem Dad, der Arbeitskollege, Moto Guzzi mit Beiwagen in der Kurve rum, Beiwagen, dreiviertel Meter in der Luft, also 75 cm war der Beiwagen in der Luft und überholt ein Auto in der Kurve. Ich hab gemeint, ich sehe nicht recht. Ich hätte mich am liebsten weggeworfen. Ohne Witz, Leute. Ja, sowas von geil. Später, er hat dann am Ende des Jahrfenpass auf uns gewartet, weil er mir noch beschäftigt war. Und am Ende des Jahrfenpass habe ich gesagt, Alter, du hast wirklich Glück gehabt, dass der Parkplatz so voll war, dass du keinen Platz mehr gehabt hast. Weil du, wenn es Platz gehabt hättest, dich hätten es aufgehalten und einen Führerschein sofort kassiert. Also sowas krass habe ich auch nicht erlebt. Der war richtig gut. Ja, das war bis jetzt meine einzige Strafe mit dem Moped. Auto haben wir schon zweimal geblitzt, aber war auch nicht schlimm. Haben wir ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ja, nichtsdestotrotz haben wir da wirklich Glück gehabt und glimpflich hinausgehabt. Ja, normalerweise fahren wir ja alle anständig, von dem her fällt sich da nie was. Ja, aus dem hat man ein bisschen gelernt, jetzt fährt man halt auch ein bisschen ruhiger, vor allem in die Kurven überholt man halt jetzt gar nicht mehr, also so in so Kehren, wo man nicht sieht, oder auch Kurven, wo man nicht sieht, lässt man es halt einfach bleiben. Ja, und dann hätte ich gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, was habt ihr denn ihr so für Strafen schon zahlen müssen? Hat es euch vielleicht ein bisschen härter erwischt oder nicht so, oder bloß Leibidaving oder noch gar nicht? Das würde mich mal interessieren. Wir sehen uns und hören uns zum nächsten Vlog. Da hat mich sackerisch gefreut. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, war auch super. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Servus, habe die Ehre, bis zum nächsten Mal. Arrivederci.